Der Free-to-Play-Shooter Warframe hat's nach dem PC, nach der Xbox One, nach der PlayStation 4 nun endlich auch auf die Nintendo Switch geschafft. Wie diese Version ist, wie sie im Mobile-Modus funktioniert und was man sonst noch so beachten muss, wenn man auf der Nintendo Switch Warframe spielen will, das verraten wir euch jetzt, denn mein Kollege Mirko Kämpfer hat's gespielt. Hallo Mirko. Hi. Du bist ziemlich begeistert von dieser Version, die von Panic Button gemacht ist, die wiederum kennt man. Das sind die Leute, die die Umsetzung von Wolfenstein, Doom. Rocket League haben sie auch noch gemacht, genau. Also sie haben sich schon einen Namen gemacht, sind die Portierungskönige, wie einige sagen, auf der Nintendo Switch. Weil sie eben gerade auch große Spiele, von denen man nicht denkt, dass sie auf der Switch laufen würden, eben zum Laufen gebracht haben. Und wie ist es bei Warframe? Läuft das rund? Es läuft erwartungsgemäß rund. Man muss ja sagen, Warframe ist ein sehr schnelles Spiel. Es ist ein Shooter und dazu noch ein, ja, mit Cyborg-Ninjas. Ja, da kann man sich vorstellen, man schlittert mit den Knien über den Boden. Das ist schon alles sehr rasant und es läuft trotzdem sehr gut. Also es läuft flüssig, muss man allerdings wieder ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Man kennt das schon von den anderen Ports, also Wolfenstein und Doom. Auflösung ist ein bisschen niedriger. Da gibt es aber deutliche Unterschiede im Handheld- und im TV-Modus. Also der Fokus ist eindeutig auf den Handheld-Modus gelegt und da sieht es super aus. Hat es dann auch diese dynamische Auflösung? Also merkt man manchmal, dass es ein bisschen schwimmt? Das merkt man ganz deutlich, sobald mehrere Gegner kommen oder wenn man auch im Vierer-Koop spielt, da sind ja auch mehrere Mitspieler dann am Start, dass es so ein bisschen auskrieselt, also gerade die Konturen von den Charakteren und sowas, das wird schon unscharf. Es ist jetzt allerdings, weil es so schnell ist, nicht sonderlich störend. Und auch da im Handheld-Modus, wo eh alles ein bisschen kleiner und kompakter ist, sieht es richtig, richtig gut aus. Auf dem großen Fernseher ist es dann wieder so, da kann es schon ein bisschen hässlicher werden. Ja. Wenn du flüssig sagst, reden wir aber trotzdem von 30 Frames, oder? Okay, wie sieht es auf dem großen Monitor aus? Das ist das 720, 1080? Was schaffen Sie da so ungefähr? Da gibt es keine genaue Zahl bislang. Ist auf jeden Fall mehr als 720, je nachdem. Ich würde fast mal 900p schätzen. Aber es ist auch, also du hast ein paar Grafikoptionen tatsächlich. Partikeloptionen kannst du an- und ausschalten. Man muss ja auch bedenken, wenn du im Handheld-Modus spielst, ist sie nicht an die Stromzufuhr angeschlossen. Und da braucht sie an sich schon, ja, ist die Leistung ein bisschen schlechter, sage ich mal, wenn du deinen Strom hast. Ich würde sagen, wenn du alles ausstellst, ist es eigentlich zu 90-95% fast immer schön flüssig. Jetzt ist das ein Spiel, was Always-On-Feature hat. Also man spielt es komplett immer die ganze Zeit online, selbst wenn man eine Mission mal doch irgendwie alleine oder so startet. Das heißt, brauche ich den neuen Bezahldienst Nintendo Switch Online? Zum Glück nicht, dadurch, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, also komplett kostenlos im eShop verfügbar. Da macht ja Nintendo eine Ausnahme, auch Fortnite oder dieses Arena of Valor, dieser MOBA-Shooter oder was das da ist, das ist auch komplett kostenlos und so ist es auch Warframe. Also keine zusätzlichen Kosten. Du brauchst keine Nintendo Switch Online Abo-Gebühr bezahlen und du brauchst auch nicht die Nintendo Switch Online App, was auch schön ist. Es gibt nämlich so einen eingebauten Voice-Chat, das heißt, du kannst komplett einfach nur Warframe dir runterladen und mehr brauchst du nicht. Gibt es denn sonst irgendwelche Switch-spezifischen Features? Eigentlich nur die Bewegungssteuerung, wie man sie schon aus vielen anderen Spielen kennt. Ist jetzt nicht so, dass man irgendwie fuchtelt und angreift, sondern es ist wirklich nur über diese Gyrosensoren kann man sein Aiming, also so das Zielen von Schusswaffen und so ein bisschen austarieren. Das heißt, ich muss nicht mit den kleinen fummeligen Joy-Con, ich spiele ja gerne im Handheld-Modus, ist schon ein bisschen grob. Und wenn man dann so ein bisschen die Switch neigt, oder die Joy-Con oder den Pro-Controller, wenn man am Fernseher spielt, kann man das so ein bisschen präziser schießen. Das hilft schon sehr, sehr gut. Also spielt sich gut, sagst du? Ja. Auch im Mobile-Modus, wenn man tatsächlich größtenteils dann doch mit den Joy-Cons spielt, die ja sehr klein sind, manchmal ein bisschen fummelig, das funktioniert also auch. Nichtsdestotrotz, der Mobile-Modus ist auch ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, denn wir haben es schon gesagt, das ist ein Always-On-Spiel. Das bedeutet, dass man tatsächlich, man braucht immer eine Verbindung und man braucht also immer WLAN. Das ist eigentlich nicht unbedingt ideal für die Switch, oder? Ist richtig. Ich habe auch schon einige Leute sagen hören, ja, wie kommst du denn jetzt drauf, dass das schlimm wäre? Ja, ist doch klar, dass das ein Online-Spiel ist, da brauchst du eine Internetverbindung. Andererseits, viele Switch-Fans, die sagen, ja, ich will das im Zug spielen oder im Urlaub oder auf dem Campingplatz, wo das WLAN schlecht ist oder sowas, die denken da in erster Linie gar nicht dran, dass es always on ist. Es ist aber so. Du hast keine Chance, das zu spielen. Knackpunkt daran ist, die Switch ist ja eigentlich wirklich eine Konsole, die man mitnehmen möchte und mitnehmen kann. Und da ist schon hinderlich, selbst wenn du Internet hast, ich bin es von meiner Switch so gewohnt und erwarte das, ich spiele ein Spiel, leg die kurz beiseite, drück auf den Standby-Knopf, hol mir einen Kaffee meinetwegen, bin nach 5 Minuten wieder da, drück wieder auf den Standby-Knopf und fang da an, wo ich aufgehört habe. Bei Warframe bricht die Online-Verbindung ab, wenn ich den Standby-Modus anschalte und dadurch fliegst du direkt aus deiner Mission, wo auch immer du gerade drin bist und gehst ins Hauptmenü zurück. Und das ist schon ärgerlich, weil die Mission, die hat ja keinen Checkpoint, also du musst die dann von vorn starten.
Das heißt, so gern ich Warframe auf der Switch spiele und so cool das ist, dass das auf der Switch läuft, es ist nicht das perfekte Spiel dafür, um diesen Gedanken der Switch in die Welt zu tragen. Du kannst es überall hin mitnehmen und spielen. Was man aber mitnehmen kann, ist, wenn man vom PC kommt, sein Konto, seinen Spielstand. Ne? Also da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das einmal zu übertragen. Du kannst deinen Account migrieren quasi, also übertragen auf die Switch. Das geht vom PC auf die Switch. Das ging damals oder geht auch heute noch von PC auf PS4, Xbox One. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen. Du kannst das nur einmal machen. Mhm. Das heißt, du kannst nicht zurück migrieren. Zweitens, es geht nur jetzt zum Launch. Es geht nicht vielleicht in 3-4 Monaten. Es gibt noch kein Datum, wann diese Migration beschlossen wird. Aber ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr quasi auf dem PC spielt und auf der Switch weiterspielen wollt, macht es jetzt. Also so früh wie möglich, weil jetzt schon feststeht, dass es nicht ewig gehen wird. Ja. Aber dann kann man zumindest seinen Fortschritt schon mal, also startet man mit gutem Fortschritt in die Switch-Version rein, wenn man das auf dem PC schon alles soweit gespielt hat. Und da sind wir bei dem Punkt, wie weit man denn kommen kann. Was ist da tatsächlich alles drin? Die PC-Version ist immer ein bisschen weiter. Da ist jetzt gerade vor ein paar Tagen auch das nächste große Open-World-Gebiet veröffentlicht worden. Das gibt es jetzt für die Konsolen noch nicht. Das soll in Kürze dann auch kommen für die PS4 und Xbox One. Auf welchem Stand ist denn die Switch-Version? Also die Entwickler sagen erstmal, also Warframe ist ja 2013 für den PC rausgekommen und 2014 dann für die Konsolen. Das heißt, ungefähr 5 Jahre Content gibt es bislang schon. Die Switch-Version enthält schon einen sehr, sehr großen Anteil daran. Es sind über 23 Updates. Es ist die erste große Open-World-Erweiterung mit drin. Es sind, glaube ich, 36 Warframes von Anfang an schon mit drin. Das heißt, wenn wir das jetzt mal mit PS4 und Xbox One vergleichen, so ein bisschen hinkt es noch hinterher. Also sie ist auf dem Stand, Mask of the Revenant heißt, glaube ich, das letzte Update. Demnächst soll das Fortuna-Update kommen, der 37. Warframe. Sie ist Stand jetzt die Version, die am weitesten hinten ansteht, aber schon relativ dicht zu den anderen. Und 2019, wobei da auch noch kein Datum feststeht, soll sie mit PS4 und Xbox One auf einer Augenhöhe sein. Das klingt doch eigentlich, ehrlich gesagt, alles ziemlich cool. Also für alle, die jetzt Warframe noch nie gespielt haben, sowieso ein interessanter Einstiegspunkt, weil so eine Art von Spiel gibt es eigentlich auf der Switch noch nicht, oder? Mhm. Also irgendwie so ein, was auch nur ansatzweise ähnlich ist, würde mir jetzt nicht direkt einfallen, was man da momentan auf der Switch spielen könnte, oder? Also es gibt mehrere Gründe, warum ich sagen würde, unbedingt jetzt Warframe auf der Switch spielen. Zum einen ist es ein gutes Spiel. Es ist zwar ein grindlastiges Spiel, aber es ist ein guter, wenn auch zäher Grind. Also das Spielgefühl ist cool. Mhm. Es ist kostenlos. Du brauchst keine Nintendo Switch Online-Gebühr. Die Steuerung ist okay, es sieht gut aus, es läuft gut auf der Switch. Und vor allem, es hat sich ja bei Warframe in den letzten Jahren einiges getan. Die hatten ja den Einstieg nochmal verbessert, die haben Tutorials reingebracht. Und auch wenn es jetzt für neue Spieler immer noch so überwältigend ist, kommt man meines Erachtens nach gut rein. Du hast deutsche Untertitel, es wird dir alles gezeigt, es gibt Questmarker und sowas. Also wer es noch nie gespielt hat, sollte sich es auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Und wer es schon gespielt hat und einfach jetzt vielleicht das im Bett spielen will, sofern er WLAN hat da im Bett, sollte es unbedingt mal auch auschecken. Ja, das war unsere Einschätzung zu Warframe auf der Nintendo Switch. Das kann man sich jetzt kostenlos runterladen, hat auch keine Zusatzkosten durch Nintendo Switch Online. Und es klingt alles sehr, sehr cool, selbst wenn diese Version ein bisschen hinterherhinkt. Aber man muss ein paar Sachen, ein paar kleine Details beachten, aber das haben wir jetzt alles geklärt. Ich hoffe, ihr seid damit voll versorgt, was die Informationen rund um den Nintendo Switch Start von Warframe angeht. Ich danke dir für die Infos. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.